Ja, im Untertitel des Buches, da sprechen Sie vom neuen Gesicht der Sklaverei. Was sind denn die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Erntehelfenden in Süditalien? Die Lebensbedingungen der Erntehelfer sind sehr schlecht. Handelt sich um eine saisonale Arbeit einerseits und eine Tagelöhnerarbeit andererseits, die sehr schlecht bezahlt ist. Die Menschen kriegen von den Arbeitgebern in den allerwenigsten Fällen einen Arbeitsvertrag, sodass sie illegal arbeiten müssen und dementsprechend ausbeutbar sind nach Strich und Faden. Und die monatliche Einkunft, also zwischen November und Anfang März ungefähr, dauert jetzt diese Saison und da ist monatlich nicht mehr als 150 bis 250 Euro zu verdienen für jeden Einzelnen. In welchen Hintergründen kommen diese Menschen und wie leben die da jetzt? Die meisten dieser Menschen sind so Bootsflüchtlinge, aber nicht, bei weitem nicht alle. Dort in der Ebene von Gioia Tauro, in der Umgebung von Rosarno, wo ich eben arbeite, sind die meisten Menschen aus afrikanischen Ländern, subsaharischen Ländern, von Westafrika bis zum Horn von Afrika, also wirklich quasi der ganze Bereich sozusagen südlich der Sahara. Und die Menschen leben aufgrund der Knappheit, aber auch aufgrund der existenziellen Notlage, aber auch aufgrund der rechtlichen Unsicherheit in regelrechten Slums, also in Karton und Plastik und Bretter verhauen und Zelten, Slums, im realen Slums, so wie wir sie vielleicht aus Ländern der dritten Welt uns vorstellen können. Das aber eben mitten in Europa, ohne fließend Wasser sehr oft, ohne Strom, in hygienisch sehr bedenklichen Verhältnissen. Ja, Sie haben mit vielen von diesen Menschen gesprochen. Wie haben Sie da Kontakt aufgenommen und wie sind Ihnen die Menschen dann begegnet? Es war überhaupt nicht schwer, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen, denn ich bin einfach hingegangen in diese Slums und habe mich für den Alltag der Leute interessiert und mit den Menschen das Gespräch gesucht. Und die waren froh, dass sich überhaupt mal jemand für sie interessiert. Und viele waren auch sehr interessiert daran, ihre Lebensgeschichten sozusagen mir mit auf den Weg zu geben, damit man in Europa eben erfährt davon, unter welchen Bedingungen die billigen Früchte, die wir hier essen, sind geerntet und produziert werden. Sie sind Ethnologe. Inwieweit sind Sie denn an die Recherche aus einem ethnologischen Blickwinkel rangegangen? Ja, also ich bin auf jeden Fall Ethnologe. Also der Unterschied vielleicht zu einer journalistischen Arbeit ist definitiv der der Langzeitlichkeit. Also ich habe viel mehr Zeit, kann länger, so mir auch die Veränderungen, auch die kleineren, vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so leicht erkennbaren Veränderungen anschauen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass meine Perspektive eine radikal ethnografische in dem Sinne ist, als sie eben radikal akteurszentriert ist. Also mich interessieren wirklich die Sichtweisen der Betroffenen selber und eben auch, wie sie mit diesen Zuständen selber umgehen. Also es geht nicht darum, über das Elend zu sprechen, sondern eben mit den Menschen gemeinsam ein Buch zustande zu bringen, quasi, dass eben diese Bedingungen verstehbar macht für Menschen außerhalb Italiens oder auch innerhalb Italiens. Genau, langzeitlich heißt, dass Sie die Situation seit 2012 beobachtet haben, richtig? Ja. Wie hat sie sich denn über diese vielen Jahre entwickelt? Was man sagen kann, ist, dass immer wieder diese Zeltstädte abgerissen werden. Das ist das Erste. Also es gibt auch unterschiedliche Präsenzen, das muss man vielleicht noch dazu sagen, des italienischen Staates. Es ist also so, dass tatsächlich diese Verhältnisse durchaus bekannt sind. Das Innenministerium hat die Zelte geliefert, Katastrophenschutzzelte geliefert, in denen ein Teil der Menschen wohnen. Das sind aber viel zu wenig Zelte, sodass sich daneben eben dann immer weitere Slums ausbreiten und die Zelte auch überbelegt sind. Und aus hygienischen Gründen, wo, und das ist durchaus nachvollziehbar, wurden von den Gemeinden, die da betroffen sind, diese Zeltstädte immer wieder dem Erdboden mit Bulldozern gleichgemacht. Doch es wurde nie eine andere Perspektive wirklich auf den Weg gebracht, real sozusagen die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, beziehungsweise aus dieser Logik des Notstandes herauszukommen. Ja, wenn wir diese Arbeitssituation seit über 20 Jahren haben und wenn wir wissen, dass die kalabrische Orangenproduktion nur mehr deswegen auf dem Weltmarkt bestehen kann, weil diese Arbeitskräfte so billig verfügbar sind, dann kann man keinesfalls von Notstand sprechen und dann müsste man sozusagen strukturell diese Probleme in den Griff nehmen. Und das ist bisher überhaupt nicht geschehen. Das Zweite, was man in der Langzeitlichkeit sieht, ist,
dass die rassistischen Übergriffe zugenommen haben, so wie das rassistische Klima in Europa ja steigt, werden die Menschen zunehmend attackiert. Also es gab schon 2010 ein reales Pogrom, wo Einheimische auf Erntehelfer aus Afrika losgegangen waren, die für ihre Rechte demonstriert hatten. Aber solche kleinen Übergriffe, dass Menschen angeschossen werden mit Schrot oder Luftgewehren oder verprügelt werden mit Eisenstangen oder angefahren werden mutwillig und so weiter, das häuft sich. Und die wichtigste Neuerung ist vielleicht die, dass tatsächlich seit Deutschland zuallererst und die anderen dann alle folgend die Schengener Prinzipien begonnen hat zu verraten und die Grenzen zugemacht hat. Seither ist es für viele Menschen, die Italien aufgrund dieser sklavereiähnlichen Arbeitsverhältnisse, in denen sie sich befinden, verlassen wollten, kein Entkommen mehr möglich. Auch Österreich versucht und die Schweiz. Und Frankreich sowieso versuchen, die Grenzen dicht zu machen zu Italien, so dass wir jetzt inzwischen auch ganz viele Menschen in diesen Zeltstätten sehen, die eigentlich auch einen regulären Status haben in Italien und die einfach eben aufgrund des zunehmenden rassistischen Klimas und sogenannten Überfremdungsängsten der einheimischen Bevölkerung sich gezwungen sehen, irgendwo Arbeit in Italien zu finden, wo sie eben zumindest keine Mietkosten zahlen müssen. Das sind dann diese Zeltstädte. Wenn Sie jetzt sagen, dass es eben Angriffe auch gab gegen diese migrantischen Erntehelfer, ist das so die allgemeine Stimmung der Bevölkerung in Italien, eben eher eine Feindseligkeit gegen diese Menschen? Es ist immer schwer natürlich hier für ein ganzes Land, zumal so ein großes, zu sprechen. Aber wir wissen natürlich, was wir für eine populistische Regierung in Italien haben. Und die ist ja dorthin gewählt worden. Und sie ist auch in den letzten Jahren, ist diese sogenannte Lega, wie sie sich jetzt nennt, die ja im Prinzip die Nachfolgeorganisation ist, der Lega Nord. Das war eine sezessionistische Partei, also eine Partei, die sich vom Süden spalten wollte, den reichen Norden vom armen Süden abspalten wollte. Und diese Partei ist inzwischen auch im Süden stark. Also da kann man auf jeden Fall sehen, dass das Klima enger wird sozusagen für die Migranten, ganz klar. Jetzt reden wir da also über Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, sich über das Mittelmeer gekämpft haben, teils eben aus Seenot gerettet werden mussten und das alles, weil sie sich ein besseres Leben in Europa erhofft haben. Wie gehen denn diese Menschen um mit der Situation, in der sie sich jetzt befinden? Also man muss mal vielleicht eingangs mit einem europäischen Phantasma aufräumen, das ist das, dass alle vom Eldorado träumen. Also viele wollten zum Beispiel gar nicht nach Europa. Viele von den Menschen, die ich dort treffe, sind durch Zufall in Europa gestrandet, beziehungsweise gar nicht so durch Zufall, sondern weil sie in Libyen als Gastarbeiter ein gutes Auskommen hatten über viele Jahre, vielleicht auch sogar manchmal ihre Familien besuchen konnten in den subsaharischen Ländern und dann in die Boote quasi gezwungen wurden, als die NATO, also das ist ein westliches Militärbündnis, wie wir wissen, angefangen hat, Libyen im Bürgerkrieg zu bombardieren. Viele Menschen wussten gar nicht, dass sie auf dem Weg nach Europa waren. Die dachten, sie fahren nach Tunesien. Und die sind sich bewusst, dass sie hier gestrandet sind. Und ganz viele haben mir erzählt, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie unter solchen Verhältnissen und zu so einem schlechten Lohn arbeiten mussten wie jetzt in Europa. Wer organisiert denn diese Arbeit der Erntehelfer? Warum ist das strukturell möglich, sie solchen Bedingungen auszusetzen? Es ist, wie gesagt, eine Tagelöhnerarbeit. Das heißt, die Erntearbeiter begeben sich morgens auf den Straßenstrich. Es gibt da verschiedene Orte oder Kreuzungen oder den Bahnhof in Rosarno und stehen dann dort zu Dutzenden, manchmal auch zu Hunderten und hoffen darauf, dass sie von einem Arbeitgeber abgeholt werden beziehungsweise der Arbeitgeber jemanden losschickt, um sie abzuholen. Das sind dann meistens so Minibusse, die wir hier kennen, die mit meistens 9 Personen zugelassen sind, wo dann aber oft keine Sitze mehr drin sind, sodass man 20 bis 30 Leute hineinpressen kann und dann werden die Leute so zu dem Feld gefahren. Für diese Dienstleistung, zwischen Anführungszeichen, oft sind die Felder nämlich nur 1-2 Kilometer entfernt von dort, wo sie aufgelesen werden, die Menschen, müssen sie von ihrem ohnehin spärlichen Lohn 5 Euro abführen an sozusagen den Arbeitgeber. Und wir haben es in den letzten Wochen in den Medien gehört, in Apulien bei der Tomatenernte, wo wir sehr ähnliche Arbeitsverhältnisse haben, ist ja solch ein Bus jetzt verunglückt und es hat 12 Tote gegeben. Sie haben vorhin schon die Rolle Deutschlands und all der Länder, die die Grenzen eben mehr oder weniger dicht machen in Europa, angesprochen. Wie weit reicht denn da die Verantwortung der europäischen Politik für diese Situation? Also der
völlige Zusammenbruch der europäischen Solidarität, der macht natürlich die Situation nicht leichter. Das Zweite ist, dass der Lebensmittelhandel und vor allem der Zwischenhandel, also diese großen Fruchthandelsplattformen, sehr intransparent in einem rechtlich auch sehr nebulösen Rahmen agieren können. Und damit wird verschleiert sozusagen, wie eben die Preise dieser Wertschöpfungskette, konkret eben der Orange, das könnten aber auch andere Produkte sein, zustande kommen. Und hier wäre ein mutiges Vorgehen der Europäischen Union, aber auch der Nationalstaaten sicherlich hilfreich. Das andere ist ganz klar, ganz offensichtlich die schon seit Jahren nicht funktionierende Dublin-Regelung, die es sozusagen den privilegierten Ländern im Norden und Westen Europas erlaubt, Migranten, die nachweislich im Süden Europas oder sonst wo in einem anderen Land erstmals europäischen Boden betreten haben, in diese Länder zurückzuschieben, womit dann diese Länder, die ohnehin oft schon unter dem Spardiktat der Troika beziehungsweise der europäischen Partnerländer stehen, sozusagen mit diesem Phänomen allein lässt. Immer wieder versuchen ja die Arbeitenden, sich mit Protesten und Aufständen gegen diese Situation zu wehren, in der sie da sind. Auch letzte Woche wieder gab es größere Proteste von eben Erntehelfenden. Hat das irgendeine Perspektive auf Erfolg und wie laufen diese Proteste so? Das hängt von den Orten ab. In Apulien ist die gewerkschaftliche Organisation inzwischen, oder Organisation ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber Gewerkschaften sind jetzt dort schon seit Jahren tätig und engagieren sich. Das ist ein sehr mühsamer und langsamer Prozess, nicht nur in Italien, auch in Deutschland, etwa in Niedersachsen oder auch in Österreich, in Tirol oder in Niederösterreich. Diese gewerkschaftlichen Aktivitäten sind deswegen schwierig, weil die Arbeitenden, ja, die sind die medial, oft auch politisch, diskursiv auf jeden Fall, kriminalisiert werden und nicht die in Wirklichkeit kriminell vorgehenden Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Und das heißt, dass eben die Menschen, die dort in diesen Bedingungen arbeiten, oft sehr besorgt sind, wenn irgendeine Institution sozusagen mit ihnen Kontakt aufnimmt, weil sie eben Sorge haben, dass sie dadurch, dass sie keinen Vertrag haben, abgeschoben werden oder inhaftiert werden könnten oder zu Strafzahlungen verurteilt werden könnten, was nicht der Fall ist. Also auch Menschen, die ohne Papiere arbeiten, haben in Europa zum Glück Rechte. Das ist aber etwas, das natürlich nicht Konsens sozusagen ist, sondern eben etwas, das in gewerkschaftlichen und aktivistischen Kämpfen ausgetragen wird und wurde und eben stets verteidigt werden muss. Aber das ist die eine strukturelle Schwierigkeit. Die andere ist die ganz konkret dort, wo ich arbeite, also im Dezember immer oder in den Wintermonaten in Kalabrien. Das ist auch das Rückzugsgebiet der kalabrischen Mafia, der Ndrangheta, der mächtigsten Mafien der Welt. Und dort funktioniert natürlich die Kontrolle des Territoriums massive Beeinschüchterung, sodass solche Widerstandsbewegungen nur sehr, sehr langsam gedeihen können. Aber es gibt durchaus auch Momente der Hoffnung. Also es gibt verschiedene italienische Sozialgenossenschaften, die eben versuchen, auf Territorien, also auf Ackerfläche, die der Mafia weggenommen im Zuge von Enteignungsverfahren, eben auch in Zusammenarbeit mit der italienischen Fairtrade-Bewegung, faire, mafiafreie Produkte sozusagen zu produzieren. Aber das ist alles sehr klein und das ist ein sehr kleinteiliger und mühsamer Prozess. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, wie wir als, naja, letztlich Verbraucher, Verbraucherinnen hier in Deutschland helfen können, die Situation vor Ort irgendwie zu verbessern? Ich glaube, dass wir auf jeden Fall als Bürger und Bürgerinnen dazu verpflichtet sind, uns zu informieren, nicht wegzuschauen, und zwar jede und jeder in ihrem Bereich. Also nicht jeder muss jetzt Spezialist oder Spezialistin im Orangenbau oder in der Orangenproduktionskette werden, aber eben hinschauen, wo soziale Ungerechtigkeit passiert, ist eins, weil im Dunkeln lassen sich eben so krumme Dinge viel leichter drehen, als wenn es eine Öffentlichkeit gibt. Das zweite ist, dass uns wirklich zu überlegen, wenn wir in den Supermarkt gehen, ob die Preise, die wir dort sehen, irgendwie realistisch und vertretbar sind. Und wenn wir glauben, dass das nicht der Fall ist oder im Zweifel sind, mit den Supermärkten reden. Wir sind ihre Kunden und Kundinnen. Und wenn die sozusagen merken, dass die Konsumenten und Konsumentinnen ein Interesse haben, wo die Produkte herkommen, dann können sie eventuell ihre Praxen auch nicht mehr so weiterführen. Und das andere ist, dass wir können uns politisch engagieren und wir können uns überlegen, welcher Partei wir unsere Stimme geben können.